Perched high in one of Europe's largest ski areas is Switzerland's Lachs region. A prime winter sports destination, it's set to become the first energy self-sufficient, carbon-neutral winter resort in the Alps. With the help of GPS, snow cannons use less water and energy, and these snow groomers have hybrid drive. We find it very important that we take care of the environment because we want our grandchildren to be able to ski here too. And of course it is the essence to not destroy the planet and to not destroy a paradise like this. Yeah, we've got to try and change how we live, what we do. And if Lachs is taking some steps to do that, it's great. But not everybody sees things quite as optimistically. Barbara Wilser of the International Commission for the Protection of the Alps takes a more critical view of the Lachs initiative. Verregneter Kunstschnee. Das ist das, was die Leute suchen hier auf über 1100 Meter. Der Wintersport hat vor allem Auswirkungen auf die Landschaft mit ihrer ganzen Infrastruktur, vom Lärm, von den Emissionen und mit dem enormen Strom- und Energieverbrauch des Kunstschnees. Kommen dann noch weitere Faktoren hinzu, die der Natur schaden, die der Biodiversität schaden und eigentlich das zerstören, was die Leute hier in den Alpen suchen, nämlich Natur, Landschaft, Erholung. Sustainable relaxation is the business of hotel buildings in Lachs that were made from local materials and designed to be energy efficient. The Riders Hotel was conceived to impart to its guests a holistic consciousness. The minimalistic interiors are meant to reject a throwaway mentality. Wir haben zum Beispiel hier die Stühle, die Horgenglarus-Stühle aus Glarus. Ein sehr nachhaltiges Produkt. Auch die verlieren den Wert nie, weil die gehen nie kaputt. Oder die kann man reparieren, da bekommen wir Teile. The foyer is furnished with vintage pieces. And the restaurant only offers vegetarian dishes. Chef Pascal Berchinger cuts back on CO2 by cooking with the electricity supplied to the hotel by hydroelectric and solar power plants. Even so, Barbara Wilser isn't impressed. Für das geben die Leute Tausende von Franken aus. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man die natürlichen Gegebenheiten respektiert, dass man die Identifikation behält zu dem Lebensraum, den wir hier haben, dass man das sieht, was wir hier haben und das auch erfahren kann. Tenna is in the Safintal Valley, about 30 kilometers from Lachs. The hamlet, with barely 100 inhabitants, rents simple guest rooms to tourists. The tow lift is powered with solar energy. Edi Schauflerberger is one of Tenna's residents. He's committed to developing low-impact tourism. Wir fahren jetzt am Solar-Skilift Tenna, weltweit den ersten, und lassen uns mit Solarenergie den Berg hochziehen. Wir sind, so gut es uns gelingt, authentisch. Wir geben das, was wir hier haben und wie wir das ganze Jahr eigentlich hier leben. Most of the tourists who come to Tenna arrive by bus rather than by car. That helps cut down their carbon footprint. But not all skiers can go to small resorts like Tenna. The big winter sports hubs have to take action too. Dass man versucht, eben mit kleinen Initiativen das zu verbessern, was da ist. Lachs kann vielleicht ein Vorbild sein und es ist auch ein Beitrag, vielleicht ein kleiner, eine nachhaltige Entwicklung. Letztlich ist es natürlich auch eine Inszenierung, weil heute ist Nachhaltigkeit auch ein Lifestyle und den will man bedienen, dieses Bedürfnis der Gäste. Wir denken an die ganz junge Generation schon, die jetzt demonstrieren und so weiter, die irgendwann dann hier auch in die Ferien kommen. Skiing with a clear conscience? Lachs is doing its part to keep environmentally aware skiers on the slopes.